Ja, wie nennen wir den? Oh, der springt auch, der beamt sich. Achso, ich dachte schon, ich muss den wieder bekämpfen. So, sind jetzt auch die anderen Sachen hier alles offen, oder was? Ja. Was ist das denn hier? Das ist High Potion. 5000. Ja. 5000 für eine dreckige Scheiß Potion? Spinnt ihr? Nee, komm, das ist nicht normal. Oh je, oh je, oh je. Was die alles von mir wollen. Naja, gucken wir mal, was ist das hier? Willkommen in meinem Inn. Du kannst hier schlafen für 30. Naja, das ist okay. Nö, will ich nicht. Hab ja grad. Ja. Also, bevor ich wieder aufgenommen habe, das Video habe ich. Also, wieder angefangen habe. Habe ich schnell gespeichert, aber ich speichere mal hier trotzdem an der Stelle. Okay. Also nochmal zum Blacksmith. Das ist doch der Blacksmith, oder? Nö. Hä? Ja, und wer ist jetzt der Blacksmith? Wer war hier? Okay, der Blacksmith. Ich werde ein Schwert aus der alten Axt erstellen, aber es ist nötig. Also, es braucht noch ein benötigtes Gegenstand. Ein benötigter Gegenstand ist gestohlen worden, der nötig ist von mir, und du musst mir den bringen. Ja, und was ist das? Ja. Ja, gehen wir nochmal zum alten Drachen. Ach, ich bin jetzt gar nicht mehr gewohnt, dass ich nicht mehr rutsche. Es war so. Mittlerweile habe ich mich schon echt dran gewöhnt gehabt, dass ich die ganze Zeit durch die Gegend rutsche. So, na los. Ja, gut. Ja, den habe ich doch schon dabei, du Panzknappen. Normalerweise geht aber keiner nicht mehr zurück, so. Naja, okay, gut. Das war jetzt ein bisschen dämlich von ihm, dass er mir seinen Sohn nochmal angeboten hat, weil er, obwohl er mir schon gegeben hat, er weiß das gar nicht. Ist das someone carrying the fire and preparing to enter the volcano? Aha. Ah, okay. Das wird dann wohl dieser Gegenstand sein, den er braucht. Ja, okay, ja, wie geil. Okay. Habe ich denn jetzt die Pick-Me-Sachen? Ja, na klar. Wie cool. Also ich habe mir ja gemerkt, dass. Ja, okay. Das ist ja cool. Und ich kann jetzt auch so bleiben. Wie genial. Das ist ja geil. Was habe ich jetzt für Werte? Oh, die sind relativ gut sogar. Ich habe so einen hohen Speed-Wert oder Special-Wert oder was auch immer. Genau, also wir wollten dann ein paar Sachen noch abholen. Okay, cool. Ich bin jetzt Pygmy. Okay, also als erstes Mal wollten. Ja, mein Essen ist am Piepen. Ich muss auch gleich eine Pause machen. Aber ich hole mir zumindest noch mal, was immer da auch in der Monster Cave liegt. Ich glaube, ich hatte gelesen, dass da später ein Herz liegt. Ich habe aber nicht. Ja, ich hab's nicht so genau genommen, alles. Ich gucke immer nur so ganz locker rein und dann nicht so genau, damit es halt, damit ich nichts verraten bekomme, was ich nicht wissen will. Hier rein. Ja, ich bin viel kleiner als früher. Geil, oder? Schade, dass man nicht noch irgendwie ganz groß werden kann oder sowas. Das wäre ja auch nochmal fein. So, hier. Oh, eine Pygmy-Tür, wie süß. Okay. Ja, ein Herz. Ein wundervolles Herz. Ja, und die Pyramide. Ja, das mit der Pyramide ist ja auch blöd. Ja, das ist doof. Ach so, ja, muss ich da erst hinlaufen, ne? Ja, geht ja auch gar nicht mit Pygmy. Wie soll ich denn da hinkommen? Naja, gut. Während ich mir da was überlege, wie ich das mache, werde ich jetzt erstmal gemütlich schmausen und mal wieder ein paar Videos hochladen, also dass ihr das jetzt, was ich jetzt gerade quatsche, auch in naher Zukunft auch sehen werden könnt. Also würde ich sagen, danke fürs jetzt mal erstmal zuschauen. Ich mache einen Speicherstand an dieser Stelle und hab euch ganz, ganz doll lieb, Leute. Tschüss. Willkommen zurück, liebe Freunde. Ich habe gegessen, bin gestärkt und kann jetzt endlich zur Pyramide. Und natürlich gibt es einen ganz einfachen Weg dorthin, und zwar über Begonia. Ach. Na los. Na, komm, nicht runterfallen. Nein, nein. Einfach nach Begonia gehen. Und die Begonien gießen. Und ich habe mir eine Liste angeguckt mit den Herzteilen. Ein paar sind's noch. Ich habe jetzt gerade nicht gezählt, wie viel noch. Aber, ja, komm. Ja. Na komm. Jetzt mach nicht rum. Ey, mach nicht rum hier. Ich will dich töten. Na, viel Geld ist es nicht mehr. Mit dem verglichen, was ich da in dem anderen Ding kriege. Na komm, jetzt stirb so. Alles klar. So, wo sind die Statuen?
Ach, dammit. Jetzt wollte ich über den rüberspringen, da springt er auch gerade, das Schwein. Sitze ich gut vor der Linse? Ich habe keine Ahnung, mir egal. Wenn ihr mich mal nicht seht. Ja. So. Ah, ich würde es am liebsten heute alles noch schaffen, das fertig zu kriegen. Ich möchte nämlich gerne ein zweites Let's Play noch starten. Ich habe nämlich gerade Lust und Zeit dafür. So, egal. Ah, ja, okay. Die blenden dann die anderen Herzen aus. Okay. Wooms. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. Nö, er ist nicht. Ach so, jetzt muss ich ja trotzdem. Ah ne, muss ich nicht. Aha. Wo bin ich denn hier überhaupt? Komme ich da rüber? Nein. Ach, hier ist der. Ist das der Beginning? Hä? Musste ich hier nicht. Hä? Na gut. Ah, ah ja. Okay, wunderbar. Da ist eine Schatztruhe. Hm. Naja. Okay. Okay. Vier Türen. Und. Ja, schön. Ja, ja, also. Ich habe gewusst, dass das Herz hier ist, dass ich hier durchgehen musste. Wusste ich nicht. Schön. Wunderbar. Und hier ist. Ja, das hier. Nehmen wir den erstmal. Bounce. Alles klar. Wo geht das jetzt hier hin? Okay. Hä? Verwirrung. Gehen wir wieder jetzt hier rein. Hier ist auch nochmal Geld ohne Ende. Und Browns. Na, hier, das sieht doch schon mal nett aus. Vielleicht kommen wir nicht hier fertig bin. Weiß ja nicht, wie viel es hier noch gibt. Aber vielleicht gibt es ja, wenn ich hier fertig bin. Gehen wir mal hier runter. Ja. Wieder ein Geld. Habe ich ja genug Geld, um mir diese Flammenausrüstung zu kaufen. Na, was ist das? Aha. Ja, das war das hier. Da geht's noch, okay. Ah ja, dann gehen wir nochmal ganz vorne in die erste Tür. Komme ich eigentlich aufs Gleiche drauf hinaus, wenn ich hier wieder reingehe? Ja, okay, das bleibt alles gleich. Ja, dann denke ich mal, wird diese Tür... Nee. Ah nee, Quatsch. Ah, Blödsinn. Ja, ja, ja. Blödsinn. Blödsinn. Aha, okay. Also man muss eigentlich immer nur die erste Tür gehen, das reicht schon. Okay. Was war jetzt zuerst? Rechts. Ja. Okay. Lalalalalala. Plotsch. Geld. Boah, 7145. Goldmark. Ja. Sehr, sehr nice. Was gibt's hier? Wieder zwei Sachen. Nehmen wir erstmal die hier. Oh! Oh, ein Charmstone! Oh! Oh! Ja, und was kann ich jetzt damit? Ach, da links. Einer? Wie viel soll ich denn davon haben nachher? Ja, interessant, interessant, interessant. Ja, also, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt mittlerweile auch keine Ahnung mehr habe, weil das liegt daran, dass ich nie so weit gespielt habe. Also, so weit wie jetzt bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gewesen. Nein. Gibt's hier auch eine geheime Tür? Nö. Ah, aber da oben ist auch noch eine Truhe. Das ärgert mich jetzt ja ein bisschen. Gibt's hier vielleicht eine geheime Tür oder sowas? Hm. Nö. Nö. Hm, ich glaube, da gucke ich dann doch mal nach irgendwie, weil... Oder hier so in der Mitte? Nö. Oder hier? Nö. Hm, okay. Ich mache ganz kurz einen Cut, guck mal nach, damit ich weiß, wie ich dann an diese komische Schatztruhe rankomme. Also bis gleich, Leute. Hm, hallo Leute. Danke. Ja. Also, in das, was ich gelesen habe, Gamefaqs, stand nichts drin, was mir irgendwie weiterhelfen würde. Sehr blöd. Irgendwie schon, ja. Naja. Moment mal kurz. Nee, absolut nicht. Keine Ahnung, wie ich daran komme. Weiß ich ehrlich nicht. Keine Ahnung. Egal, ich lasse es halt stattdessen einfach mal sein. Und gehe einfach nach Hause. Gut, so, das war's dann also erstmal damit. Und
Ich sag 9100 noch was. Na, raus hier. Nein, nicht raus da. Raus, rein, 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 rein da wieder. Oh Gott, du Scheiße. Ich war ja auch wieder blöd gewesen, ey. Nein, natürlich nicht. Ich muss hier rüber. Ach Gott, nee, da. Ah ja, da geht's raus wieder in die. Ah ja, auch aus der Pyramide raus, genau. Haha. Ja, genau, okay. Falls ich da auch irgendwie mal was höre, ich habe jetzt auch nicht so genau gelesen, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, ich will weiterspielen. Falls ich was höre oder rausfinde, wie man an das Ding rankommt, oder jemand sieht das hier und sagt, hey, bist du doof, ist doch ganz leicht, dann könnt ihr mir das auch reinschreiben. Ist auch in Ordnung, werde ich euch nicht verklagen dafür. Würde mich ja doch interessieren, was ich da drinnen finden werde. So, nein. Du Affenkind, du. Yes. So. Naja, Geld.